Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Joker Lapex von Crash Bandicoot 3. Ja, in der letzten Episode haben wir Entropie erledigt und diesen schönen Superwirbel bekommen. So, und jetzt... Ah, Moment. Bevor wir uns hier um die Relikte kümmern, wir haben ja auch den violetten Edelstein bekommen. Und damit müsste es jetzt möglich sein, hier die zwei Edelsteine noch zu kriegen. Der Rest müsste eigentlich erledigt sein. Ja, genau. Also, machen wir uns in Tomb Time an die letzten zwei Edelsteine und dann kümmern wir uns um die Relikte. So. Weg da, Schlange. So. Das hier kommt weg. Oh, das war einmal zu lange gewirbelt. So, Tür auf. Ach ja, mal wieder ein etwas einfacherer Level. Die Bonusrunde dürfte eigentlich auch recht schnell gehen. So, 1, 2, 3. So. Upp. Hier rauf. Und diese zwei. Sehr gut. Ach ja, nur noch diese zwei Edelsteine. Na komm schon. Lama Aufzug. So, hier rüber. Na, dachte ich mir doch. Weg mit dir. Durchs Licht durchgekommen. Oh. So. Ah. Egal. Auf. Und auf. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen zuerst rechts lang. Die beiden Routen laufen letztendlich wieder ineinander über. Also müssen wir nur hierher zurückkehren. Toll. So. So, hier rüber. Leben, diese vier dazu. Der Rückweg könnte wieder ein bisschen problematisch werden, aber egal. So. Diese Kiste hätten wir. Shit, immer wieder diese letzte Kante. Ab. So, der ist auch weg. Seht ihr? Da links ist der Pfad, den man dann wieder zurückkommen praktisch, wo sich der Weg wieder hier gabelt. Das heißt, jetzt müssen wir zurück. Natürlich wieder ein bisschen vorsichtig, weil Abgründe hier lauern. Aber dafür haben wir den etwas verlängerten Wirbler und nerviges Licht. Okay, das lief schon mal gut. Das war scheiße. Okay. So, diesmal toll. Ah, zu spät gewirbelt.
Ja, zu schnell ins Feuer gerannt. Boah. Hopp. So. Erledigt. Blöde Schlange kommt weg. So. Ah, herrlich. So. Hä? Was zur Hölle? Och Mensch. Nein. So. Gut. Versuchen wir es noch einmal. Oh, 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 oh. Geht doch. Mensch. Ah, hier. Die Lichtstelle. Und hier war das mit dem schwebenden Block. So. Den Rest werden wir so überwinden. Eine Stelle mit so einem schwebenden Block. Hier ist sie gerade. Kommt nach. So. Was ist das jetzt hier? Ah ja. Okay. Ah, da sind wir schon wieder. Alles klar. Jetzt geht die Tür hier nämlich auf. Wir können die restlichen Kisten einsacken. Ich sollte nur möglichst nicht drauf gehen, damit ich nicht nochmal die ganze Schose zurückrennen darf. So. Na, herrlich. So. So, die Kisten hier sind auch weg. Diese zwei weg. Wow. Gut. Runter mit euch Speeren. Nein, ihr lasst uns schön in Ruhe. Blöde Affen. Ah. So. Und hopp. Oh, das war knapp jetzt. Ein Edelstein ist schon mal da. Gut. Ja, alle Kisten habe ich auch. Jetzt muss ich nur noch wohl beenden. Das Ziel erreichen. So. Den Aufzug aktivieren wir. Hopp. Hopp. Und hopp. Oh. Geht doch. Meine Fresse. Das war eine Geburt. Alle zwei Edelsteine. Gut. Können wir uns jetzt an die Relikte vom dritten War Room machen. Wir fangen mal von hinten an diesmal. Double Header, diesen Doppelkopfaffen. 1,27 dürfte zu schaffen sein. Ich die schon sehe. Weg mit dem Frosch. Weg mit euch. Oh. Jetzt. Das war knapp. Nein. Na, egal. Wir hatten ja einen Akku. So, weiter.
Gut. Immer schön laufen. Blöder Magier, lass uns in Ruhe. So, hier hätte ich wieder ein bisschen durchdrehen können. Aber ich musste mich ja unbedingt treffen lassen. So. Weg mit dir. So langsam könnte mal das Ziel in Sicht kommen. Nein. Hey. Toll. Versaut. Zu langsam gewesen. Wir waren schon bei 1,28. Mann, wo habe ich denn so viel Zeit vertrödelt? Okay. Wahrscheinlich, weil wir nicht durchgedreht sind. Das könnte sein. So. Hat fast den Hintern wegrasiert. So. Weg mit dir. Und die 3. Die 1. Lauf, Crash. Ruhe, Magier, und ich habe keine Zeit. Jetzt. Weiter, 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 schnell, schnell. So, jetzt müsste es eigentlich hinhauen, sofern ich nicht wieder irgendeinen Mist baue. Yeah. Egal. Seht ihr den Unterschied? Der Wahnsinn, oder? So. Oh, jetzt habe ich sogar Gold gekriegt. Schön. Gut. ZJ. In Ordnung. Oh, hier gibt es ja auch wieder ein Schwimmlevel und ein Motorradlevel. Bäh. So. Ja, ja, ist ja gut. Was soll's. Ganz schnell. Ihn Pflaster. 1,25. Das geht noch. Möglichst nicht in irgendein Loch fallen. Einfach nur, siehst du. Sowas sollte man eigentlich auch vermeiden, aber egal. Yeah. Überspringen. So. Ja, nicht schubsen. Dürfte. Ja. Bis jetzt habe ich alle Kisten erwischt. Ich fahre ja eigentlich nicht auf Kisten. Edelstein habe ich immerhin, da ist mir egal. Zeit interessiert mich hier. Tja. Nein! Oh. Das hätte
echt eng werden kann. Ja, ich werde noch Erster hier, oder was? Ob ich Erster werde oder nicht, ist völlig egal. Ich will nur die Zeit schaffen. Nein, immerhin blau. Mehr braucht man nicht unbedingt. So, wieder Zap JA. Gut. Als ich hier den Spielstand geladen habe, kurz bevor ich die Episode begonnen habe, standen wir schon auf 47%. Wir haben noch nicht mal den vierten Walkroom angefangen. 2 Minuten 12 Sekunden. Ja, der Level ist etwas länger, stimmt. Dürfte aber auch zu schaffen sein. Eieiei. Wow, was war das jetzt? Na los, hoch hier. Wir haben noch keine Zeit. Yankee. Vergiss es. Ich warte noch nicht. Ich warte nicht, bis euer blödes Feuer aus ist. Weg mit dir, Skorpion. Mensch. Shit! Ah, war sowieso versaut. Hoch, hoch. Schneller hoch. Dieselbe. Eieieiei. Mist. Oh. Bin wieder viel zu hektisch. Na komm. So. Gut. Sieht ja jetzt schon etwas besser aus. Weg, weg, weg. Weg. Ah, schneller, verflucht. So, hier rüber, hier rüber. Weg mit dir. Komm, schneller. So. So. Schwinde. Das ist ein Run. Mensch. Hohohoho. Na komm, 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 komm. Trotzdem nur blau. Das war fast eine Minute schneller als vorgegeben. Ihr Geizhälse. Wahrscheinlich muss man den Totenschädel nehmen, damit es noch schneller geht. Ach. Eins, vier. Spinnt doch. So, schwimmen. Oh Gott. Das auf Zeit ist blöd. Los, nicht lange rumtrödeln hier. Egal. Eigentlich zwar nicht, aber naja.
Müssen wir eben so ein bisschen an Tempo gewinnen. Aua. Okay. Dreh dich. Flucht. Schneller, verdammt. Schieben ist nicht, aber. Das war knapp jetzt. Los, weiter, 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 weiter. Ja, komm. Rein hier. Schwimm schneller. Oh, scheiße. Shit. Hat er mich aufgefressen? Vielleicht geht's nur doch etwas schneller. So, weiter, weiter, weiter. Diesmal bleiben wir ein bisschen geduldiger. So, schneller, runter, runter, runter. So, hier und runter, hier und weiter, bam. War hier vorhin das Problem? Egal. Wow, nicht so egal. Jetzt hoch hier. Hier rein, verdammt. Weiter drehen, weiter drehen. Los, 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 los. Und bitte möglichst schaffen jetzt. Oh nein! Es ist doch so. Schneller, schneller, schneller. Egal. Geht. Immer weiter. Du sollst hier reinschwimmen, Crash. Verdammt nochmal. Blöde Bandicoot-Ratte. So. Weiter, weiter, weiter. Spinne, blöder Aal, oder was auch immer du sein willst. So. Ja, egal jetzt. Verschwindet einfach alle miteinander. Ist doch egal. Shit! Ich weiß nicht mal, wie genau hier noch die Zeitvorgabe war. So, weg. Oh, oh, oh. So, das war klappt aber. Ich blöde Minen. Und
jetzt hier reinschwimmen, oder? Irgendwelche Zecken, danke. So, weg mit dir, weg mit dir. So, wieder ein bisschen warten. So, dann gehe ich doch mal ein bisschen auf Nummer sicher. Wir müssen ja nicht gleich das Platin-Symbol kriegen. Ich verbrauche hier echt die ganze Folge für die zwei Edelsteine und die Relikte. So. Es müsste es. Nein, einer ist noch. 1,33. Pädophilen. So, auch mit dir weg. Weg. Ah, der Dino ist schon aus dem Ei raus. Sehr gut. So, immer schön weiter. Hopp. Abgeschlossen. Gut, aber wir gehören eben zu den 100%. Goldene nicht, aber egal. So, an der Stelle sind wir jetzt mit den ersten drei Warp Rooms komplett fertig. In der nächsten Episode fange ich den vierten hier an, aber wie gesagt, in der nächsten. Also, tata!